Ja, hallo beste Freundin, herzlich willkommen zu einem Video. Heute schauen wir uns das Manly Peak in der Eine-Hand-Version noch ein bisschen genauer an. Ich genieße hier noch ein bisschen den Feierabend auf dem Balkon, habe schönen Lesestoff, neues Messermagazin und den Orsabor-Katalog 2017. Da werden mal interessante Videos und Messer dazu folgen und ich glaube, diesen Katalog schauen wir uns auch mal in Ruhe mal noch zusammen an, aber heute, vielleicht kann man hier auf der Rückseite, ist es vielleicht so oder hier besser. Ja, schauen wir uns mal noch ein bisschen das Manly Peak an. Ne? Sorry, ich hatte jetzt schon die Gelegenheit, ein bisschen Erfahrung damit zu sammeln, das ein bisschen zu tragen und ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen damit zu schneiden. Da kann man vorneweg schon mal sagen, die Schneidperformance ist wirklich sehr gut. Die 3 mm Klinge mit dem Flachschliff und dem super scharfen D2 macht wirklich einen tollen Job. Also es schneidet wirklich hervorragend. Ich habe es auch in der Küche verwendet. Also Essenszubereitung ist die wahre Freude. Und da man hier keine Daumenpins hat, sondern das Daumenloch, kann man auch wirklich die ganze Schneide nutzen, die wirklich bis nach hinten geht, ohne dass man irgendwie an den Daumenpins hängen bleibt. Klar, manchmal bleiben vielleicht irgendwelche Essensreste in dem Loch, aber ihr seht, das Loch ist ziemlich groß, ich kriege meinen kleinen Finger durch. Das kann man wunderbar reinigen. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Daumenloch und Daumenpins, ist sowas hier wirklich praktischer in der Nutzung, sofern man denn ein Einhandmesser will. Beim Zweihandmesser hast du die Problematik natürlich nicht. Dafür kannst du das natürlich wunderbar aus der Hose fischen, super griffig, und kannst mit diesem Daumenloch hier wunderbar einhändig die Klinge öffnen, ne? Weil manchmal hat man halt nur eine Hand zur Verfügung. Also die Einhandbedienung ist wunderbar. Das Loch ist ausreichend groß dimensioniert, um das schön zu greifen. Das geht hervorragend. Die Schärfe ist wirklich top. Der Stahl ist gut. Lässt sich auch wunderbar reinigen durch das Stonewash-Finish, das hier angebracht worden ist. Bleiben auch wirklich keine Essensgeschichten großartig haften. Ich habe mal so einen Weichkäse geschnitten, dann nimmst du einmal Zewa oder machst ganz kurz nass Zewa drüber und das lässt sich wirklich wunderbar wieder gut alles ablösen. Was auch schön ist, der Clip hat nicht mehr so die Spannung wie beim Comrade Generation 1. Selber war ja wirklich super heftig fest. Gut, dafür war dort ein glattes G10 drunter. Also dieses G10 mit der Spannung vom Clip der Generation 1, das würde dir auch die Hosen in Fetzen reißen, so wie diese Cold Steel Recon Modelle. Aber hier haben wir wirklich einen Clip, der sitzt eigentlich locker hier drauf, was dann aber wunderbar ist zum rauen G10 drunter, um dir da eben die Hosen zu schonen. Also wirklich schön versenkt, macht einen einwandfreien Job. Das Messer sitzt schön Deep Carry an Ort und Stelle, da wo es hingehört. Ich habe es aber beim Hose ausziehen nicht verloren oder sowas. Also es funktioniert und es reißt dir die Hosen nicht kaputt. Du bekommst einhändig gut raus und einhändig auch wieder gut zurückgesteckt. Der Backlock verriegelt auch wunderbar, man hat auch kein Spiel und nichts. Hat hier auch ein bisschen Rillen drauf, lässt sich auch wieder gut greifen, zum es wieder zusammenklappen. Auch schön, dass hier die Klingenackschraube auf der Seite blank ist und nur auf der Seite mit dem Klick die Schraube. Ne? Sieht so schön aus. Auch schön, dass man sich hier noch ein Blättchen eingesetzt hat, um die Vertiefung für den Clip dezent ein bisschen, ne, aufzufüllen. Und dieses Messer ist also auch 100% linkshandkompatibel, da ihr den Verschluss auf dem Backlock oder beziehungsweise ein Midlock habt. Ne? Und wenn ihr den Clip umsetzt, habt ihr ein 100% taugliches Messer für einen Linkshänder. Ne? Hier unten, das Chimping, das greift super heftig. Also ist an der Stelle vielleicht auch wichtig, da man hier wirklich keinen Klingenschutz hat, dann will vielleicht mal nicht auf diese wirklich scharfe Klinge rutschen, wie es mir dann mal gleich passiert ist. Ne? Also das Ding ist wirklich höllisch scharf, schneidet auch sehr gut Fleisch, kann ich bestätigen. Was da vielleicht schön wäre, passend zu dem Chimping hier unten, hier oben auf diesem Messerklingenrücken, eben genau von hier, von der Klingenwurzel bis zu der Kante hoch, da wäre vielleicht auch schön ein Chimping, weil wenn du es dann hier unten hältst, hast du den Daumen irgendwie automatisch hier oben auf der Klinge und da ist es halt ein bisschen glatt, ne? Da rutscht man ein bisschen, man hat auch hier so keinen Halt. Ne? Also vielleicht hier auf dem Klingenrücken, das wäre auch noch ganz geil. Muss jetzt nicht sein, aber wäre vielleicht eine schöne Erweiterung zu dem Chimping hier unten, dass auch der Daumen einen sicheren Halt hier oben hat. Ne? Also das beißt sich hier unten wirklich extrem in die Haut, aber denkt, das ist halt hier wirklich, da ist vielleicht Safety first, ne? Da man hier keinen Klingenschutz hat, keinen Fingerguard, bleibt man wirklich an diesem Chimping regelrecht dran kleben.
Ja, was ist mir noch ein bisschen aufgefallen, was jetzt vielleicht nicht so 100 pro ist. Gut, man muss immer bedenken, wir reden hier mit Versand von einem 50-Euro-Messer, also 45-Euro Messer, 5 € Versand, also ein Fuffi für das Messer. Da darf man natürlich nicht die Verarbeitungsqualität von einem Chris Reef erwarten, das ist klar. Aber ich will dann noch ein paar Sachen ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich es eingefangen bekomme von den Lichtverhältnissen. Man sieht eben hier unter dem drüber polierten Stonewash noch die Streifen der Bearbeitung des Schleifens. Also wenn ich jetzt so von hinten drüber schaue, dann sieht man da eben verschiedenfarbige Abstufungen, wo irgendwie mit Schleifmaschinen gearbeitet wurde. Ich weiß nicht, ob ich es eingefangen kriege mit der Spiegelung. Ich werde das Messer jetzt einfach immer mal ein bisschen bewegen und vielleicht sieht man ja mal das, was ich meine. Man sieht jetzt zum Beispiel, hier beginnt eine andere Einfärbung hier vor dem Daumenloch bis hierher. Da ist irgendwie, und da vorne ist wieder noch ein bisschen dunkler. Und wenn man das eben ins richtige Licht hält, dann sieht man da richtig die Bearbeitungsspur noch. Vielleicht hätte man da ein bisschen kräftigeres Stonewash drüber und dann nochmal kräftiger drüber polieren, dass vielleicht die Bearbeitungsspuren da. Das tut dem Nutzen keinen Abbruch. Das ist einfach nur eine optische Geschichte, wo man eben hier sieht, dass da noch nach der Verarbeitung da eben nicht 100% die Klinge auf stylisch aufbearbeitet wurde, auf gutes Aussehen. Gut, das ist auch kein Messer für die Vitrine, das sind wirklich harte Arbeitswerkzeuge, aber ich will es einfach nur mal erwähnt haben. Ne? Man sieht hier so noch ein bisschen die Bearbeitungsspuren unter dem polierten Durchschimmern, auf jeden Fall jetzt halt bei dem Modell. Auch hat man am Klingenrücken die Feder, die sitzt halt auch nicht hier 100% passgenau drin. Hier ist zum Beispiel das G10 ein bisschen höher, an anderer Stelle hier vorne ist ein bisschen die Feder ein bisschen höher hier vorne. Ne? Was wiederum schön ist, ist so der maximal ausgefräste Backspacer da hinten. Ne? Der hört nicht einfach nur da so schräg auf, wie es viele machen. Nein, da wird wirklich noch im Bogen rum innen ausgefräst, um da auch noch Gewicht zu sparen. Die Platinen sind sehr schön eingelegt und ausgefräst. Und an den Stellen hier vorne, wo das G10 eben dünner wird, da hat man dann eben auf das Einfräsen und auf das Metall da drin verzichtet und macht eben hier einen Bogen nur rein G10. Das ist eigentlich auch sehr schön. Dafür hat man, wenn man da nach hinten durchschaut, mal schauen, ob man es mit der Taschenlampe sieht, auch wieder so ein bisschen, was Passgenauigkeit angeht, nicht ganz so 100% gearbeitet. Da ist schon, da sind ein ordentlicher Spalt da hinten. Vielleicht ist es ein bisschen zu stark. Ne? Also dabei schon Luft. Ne? Da kriegst du ein Blatt Papier stellenweise durchgeschoben. Gut, wie immer gesagt, den Preis mit im Auge behalten, ne? 45 € Messer. Das hat halt so ein bisschen, vielleicht ist es ja auch einfach nur die erste Serie, die ich hier bekommen habe, die erste Marge, die vom Band fiel. Ne? Vielleicht werden nachfolgende Modelle noch ein bisschen präziser gearbeitet. Aber ich sag mal, als Werkzeug funktioniert es einwandfrei. Ein paar kleine optische Mängel an die Spuren auf der Klinge. So ein bisschen, dass es hier hinten nicht so ganz 100% abschließt, der Griff mit den Metallteilen, und dass eben da hinten so ein bisschen ein Spalt ist. Ne? Also man hat da noch ein bisschen Potenzial in der Schönheitspflege, aber ich sag mal, vom Werkzeugcharakter her ist das ein ganz toller Einhandfolder. Also ich sag mal, wem Spyderco liebt, wird dieses Messer gefallen. Ist einfach, sage ich mal, ein gutes, günstiges Spyderco Made in Sofia mit super Komponenten. Ne? Schön D2-Stahl, toll griffiges G10. Also ein klasse alltagstauglicher Folder. Nicht 42A konform, aber ne, das ist mir wurscht. Wunderbar. Handhabung, Einhand, D2, G10, ein Clip. Schöne, schlanke Form. Deep Carry funktioniert, macht seinen Job, hat noch ein bisschen Potenzial im Finish, ne? Aber ist ja immer gut, wenn man noch ein bisschen Luft nach oben hat, dann kann man sich noch entwickeln. Ich hoffe, der Preis entwickelt sich nicht zu extrem. Ja, mein Bruder hat wieder Arbeit oder hat einfach nur gesehen, ich bin am Filmen und macht ein bisschen Smartenshorn an. Ja, das Rote Kreuz im Einsatz. Muss auch sein, die Jungs immer für uns im Einsatz. Ja, haben wir das auch abgefäschert.
und das ganze Video durcheinander gebracht. Aber ich glaube, wir waren ja eigentlich fast so weit durch, ne? Manly Peak. Oh, jetzt sind die Beine vom Stativ, egal. Wir sind so gut wie durch. Eine, ich würde sagen, wieder gelungener Wurf von Manly nach dem Comrade. Das war damals schon der Knaller 2015. Dann das ganze Ding in Fixblade-Ausführung am Anfang mit der Scheide ein bisschen gepatzt. Ne, dass, wenn man den Knopf oben offen ließ, dann ist das ganze Messer umgekippt. Aber sie haben sich sofort weiterentwickelt, haben die Kydex umgebaut mit einem Kydex Clip auch dran. Das sitzt jetzt dann wunderbar. Sie haben es getuned noch mit einem besseren Stahl und du kriegst es auch in Wüstenholz. Das ist dann schon mal eine ganz tolle Ausführung. Jetzt hier ihr neuer Wurf, das Peak. Und ich denke, auch hier gibt es noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von der Firma noch ein paar tolle, günstige Gebrauchsmesser sehen werden. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ne? Wirklich auch schön. Die dezente Beschriftung hier, die Modellbezeichnung, die Firmenbezeichnung hier, die Modellbezeichnung. Und nochmal hier auf dem Clip dezent. Ja, so ist das schön, so dass ich mir das gefallen. Ein ganz toller EDC Folder. Ne? Ich sag dann an der Stelle schon mal danke fürs Reinzeppen, Bewerten, Kommentieren. Ja, wer noch nicht weiß, ob er sich so ein Ding holen will oder nicht, also für den Preis 45 Euro plus Versand kann man es wirklich empfehlen als Alltagsmesser zum Arbeiten, zum Rannehmen, zum Verwenden. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht so die Schönheit, dass man das auf einen Messerständer irgendwo präsentiert oder in die Vitrine sogar stellt, hinter LED-Beleuchtung und Glas. Nee, das Ding in die Hosentasche und von mir aus auch ab damit an den Wald, ins Lagerfeuer, auf die Arbeit, wandern, campen, zelten, in der Stadt halt ein bisschen aufpassen, nicht 42A-konform. Aber Preis-Leistung, muss ich sagen, stimmt. Das ist wirklich okay. Die Bestellung war unproblematisch. Die haben einen oben rechts kann man von Bulgarisch auf Englisch umschalten. Und ja, dann hat man die Webseite in Englisch, kann sich das Messer in den Warenkorb packen, bezahlen per PayPal war kein Problem. Und bei mir vergingen genau 10 Tage zwischen Bestellung und Lieferung. Das war okay. Ich habe irgendwann nochmal so ein Versand-E-Mail gekriegt. So, ich glaube, nach 5 Tagen kam Versand-E-Mail. Es ging jetzt auf die Post. Und man hat so einen Link gekriegt, aber den habe ich gar nicht weiterverfolgt. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hätte. Und 5 Tage später kam das Ding auch schon in einem wattierten Umschlag bei mir an. Also auch Bestellung jetzt kein Problem mehr aus Bulgarien nach Deutschland. Jo, also tolle Geschichte. Ja, ich hatte noch feinen Besuch letztens. Und habe ich erstmal hier den Katalog zum Blättern gekriegt. Und demnächst werde ich hier noch ein paar schöne Messer zum Vorstellen erreichen und da freue ich mich schon drauf. Das sind nämlich auch so preislich attraktiv interessante Geschichte mit regionaler Vielfalt aus Frankreich. Ne? Also werden wir bald die Kurve kriegen von Bulgarien nach Frankreich und da freue ich mich schon drauf. Und ich sage euch danke fürs Reinzeppen, Bewerten, Kommentieren. Manly Peak in der Zweihandversion, sage ich mal, ja, hat das Potenzial, den Comrade abzulösen, denn ich denke, viele stehen halt doch darauf, noch eine verriegelte Klinge zu haben, so ein bisschen als Sicherheitsfeature. Ne? Und ja, das Zweihand kann man wirklich sogar als Weiterentwicklung vom Comrade sehen. Und ja, ich denke mal, das Comrade werden die Absatzzahlen wahrscheinlich ein bisschen zurückgehen mit dem Erscheinen des Peak. Und das gibt es natürlich auch noch in Einhandversion, wer das haben möchte. Ne? Demnächst gibt es dann mit Sicherheit wahrscheinlich auch die Stahlalternativen und wer weiß, ob sie hier vielleicht auch noch mit den Griffstahl spielen, weitere Farben anbieten oder vielleicht auch hier, ne, das wäre vielleicht auch ganz cool an so einem Ding, noch eine Wüsteneisenholzgeschichte und der Stahl, der 154er, ne, ja, dann geht es natürlich auch preislich wieder ein bisschen hoch, aber wer das Ganze dann so ein bisschen taktisch und Gentleman haben will, mit Sicherheit dann auch interessant, da bin mal gespannt, das wird. Ich weiß es nicht, also, aber ich spekuliere einfach mal drauf. Die Jungs sind ja da fix beim Experimentieren. Kann mir gut vorstellen, dass das bestimmt auch irgendwann mal im Store auftaucht. Vielleicht nimmt es ja auch der ein oder andere deutsche Händler auch wieder ins Sortiment, dass man vielleicht auch schnell und unproblematisch innerhalb 24 bis 48 Stunden so ein Messerchen aus Deutschland beziehen kann. Okay, jetzt aber genug gequatscht. Ich sage danke fürs Reinzippen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hillbilly, heute mit Manly Peak in der Einhandversion. Ciao Leute, macht's gut, bye bye und immer schön, wie die sie dabei haben. Ciao.